Wie ticken die jungen Deutschen? Wie tickt die Generation Y? Wie tickt die Generation Z in Deutschland? Das ist mein Thema. Ich bin Simon Schnetzer, Jugendforscher, Speaker und Trainer und der Autor der Studie Junge Deutsche 2019, die ich Ihnen gerne heute vorstelle. Insbesondere meine persönlichen Highlights. Was hat sich denn getan? Schauen wir uns die Lebenswelten an. Das, was da besonders spannend ist, dass die Familie immer wichtiger ist. Wenn ich frage, was prägt die Lebenswelt junger Menschen besonders am meisten, dann ist der Zusammenhalt in der Familie das Allerwichtigste. Was bedeutet Zusammenhalt in der Familie? Wenn wir uns anschauen, dass an zweiter Stelle, insbesondere für die Generation Z, die Smartphone-Nutzung kommt als wichtiger Einfluss, dann merken wir schon, und danach der Leistungsdruck, dann merken wir schon, okay, da ist was im Gange. Familiärer Zusammenhalt war früher auch wichtig, aber nicht so. Und aus meiner Sicht und was mir auch viele meiner Interviews bestätigen, das ist dadurch, dass Kommunikation heute so stark digital basiert ist, das Miteinander mit anderen Menschen, das ist heute so häufig nur noch digital. Und dann ist die Frage, wo sind meine belastbaren Beziehungen? Wer sind die Menschen und Freunde, die mir helfen, wenn ich mal umziehen muss, wenn es mir schlecht geht? Und da rückt die Familie immer stärker in den Fokus, der Fels in der Brandung, was soziale Beziehungen angeht. Und ein weiterer Grund, warum es so wichtig ist heute, weil junge Menschen auch das Gefühl haben, dass es gar nicht mehr selbstverständlich ist. Weil so viel Mobilität erwartet wird, dass in Frage gestellt ist, ob wir diesen Zusammenhalt, den wir aus unserer Jugend kennen, auch, wenn wir später älter werden, erhalten können. Ein weiteres hochspannendes Thema ist im Bereich der Arbeitswelt. Was ist denn bisher immer das Wichtigste gewesen? Über die ganzen letzten Jahre, meine sämtlichen Studien und auch andere vergleichende Studien von Sinus, Shell und so weiter, was macht gute Arbeit aus? Arbeitsplatzsicherheit. Ganz wichtiger Wert, Sicherheit. Und was, wenn ich diesen Wert auf Arbeit übertrage, dann erwarte ich mir Arbeitsplatzsicherheit. Mittlerweile haben wir zwei Aspekte, die noch wichtiger sind. Und zwar egal, ob für Generation Y oder Generation Z, wichtiger ist heute die Arbeitsplatzatmosphäre und die Work-Life-Balance. Und warum ist das so? Und jetzt kommen wir wieder von dieser Lebenswelt, dass der Zusammenhalt in der Familie so wichtig ist und so viele Beziehungen nur noch digital sind. Junge Menschen haben eine Sehnsucht nach Real-Life-Miteinander. Das heißt, sie übertragen diesen Wunsch nach einem wohligen Miteinander mit anderen Menschen auch auf ihren Arbeitsplatz. Und es wird für Arbeitgeber in Zukunft immer wichtiger sein, nicht nur einen Arbeitsplatz zu bieten, sondern auch eine Atmosphäre, in der junge Menschen sich wohlfühlen. Ich schaue mal auf die 5 Trends, die ich für die junge Generation aus der Studie abgeleitet habe. Einen habe ich bereits vorgetragen, das ist das Thema Familie. Zweitens, sehr spannend auch, der wichtigste Wert heutzutage ist Gesundheit. An zweiter Stelle, der zweitwichtigste Wert ist Freiheit. Und wenn wir uns diese beiden Werte anschauen, davor waren an erster Stelle Familie und Freunde, respektive für Generation Z und Generation Y, dann sind das egoistische Werte. Sehr interessant aus meiner Sicht, weil dieser klare Fokus nicht nur auf die Gemeinschaft, auf das Miteinander ist, sondern auf das, wie ich selbst mich gut darstelle. Gesundheit ist einerseits das Freisein von körperlichen Beeinträchtigungen, die beeinträchtigen, dass ich nicht das, was ich alles tun möchte, tun könnte oder in meiner Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken nicht ganz so gut dastehe. Der dritte spannende Trend, Mama und Papa. Familiärer Zusammenhalt ist das eine, Mama und Papa sind die wichtigsten Influencer, insbesondere für die Generation Z. Wenn wir die anschauen und uns überlegen, wie können wir sie erreichen, um einen Job attraktiv dastehen zu lassen, dann müssen wir Eltern immer mitdenken, weil die tatsächlich noch den wichtigsten Einfluss darauf haben,
wie junge Menschen sich entscheiden. Natürlich sind da auch Influencer und andere Menschen, doch Mama und Papa an allererster Stelle. An zweiter Stelle ist aber auch die Aussage, wenn es um Einflüsse geht, ich habe keine Vorbilder oder ich bin selbst mein größtes Vorbild. Der vierte Trend, Traumjob. Ich habe es schon erwähnt, das Thema ist Arbeitsplatzsicherheit und Work-Life-Balance heute an allererster bzw. zweiter Stelle und die Arbeitsplatzsicherheit heute nur noch nachrangig. Der Traumjob hat natürlich auch damit zu tun, was mich motiviert für Leistung und das ist an allererster Stelle Spaß. Arbeit soll Spaß machen und bitteschön auch das Gefühl geben, dass ich etwas Sinnvolles tue, einer sinnvollen Tätigkeit nachgehe. Ein fünfter Trend, etwas weniger erfreulich, das ist das Gefühl von Altersarmut. Wenn ich frage, wie gut fühlst du, dass du vorgesorgt hast für deine Zukunft? Wie zufrieden bist du mit deiner Altersvorsorge oder mit deinen Kompetenzen, um dich finanziell gut aufzustellen für die Zukunft? Dann schaut es bei der jungen Generation ganz schön mau aus. Aber das muss so nicht bleiben. Wir haben gemerkt, wie viel Bewegung plötzlich reinkommen kann, auch in das politische Geschäft, mit Fridays for Future zum Beispiel. Für mich natürlich ein hochspannendes Thema, das nicht nur beim Thema Ökologie bleiben muss, sondern natürlich sich auch auf später andere Bereiche übertragen kann, wie Finanzen und andere Aspekte von Zukunft. Ich will Sie gar nicht viel länger aufhalten. Schön, dass Sie reingeguckt haben. Sie können auf der Seite für die Studie die ganzen Ergebnisse auch runterladen und im Moment als Aktion sogar kostenfrei. Also, die ganzen Studienergebnisse gibt es zum Download, wenn Sie sich anmelden für meinen Newsletter und die Highlights, diese wunderbaren, schön gestalteten Slides, gibt es natürlich auch zum Download. Also, die wichtigsten Ergebnisse in der Übersicht schön aufbereitet, können Sie sich direkt runterladen und die Studienergebnisse, wenn Sie sich alle Ergebnisse für die Bereiche Lebens- und Arbeitswelt anschauen wollen, dann bitte anmelden für den Newsletter. Es ist eine zeitlich befristete Aktion. Genau sowas. Also, vielen Dank für Ihr Interesse und natürlich können Sie mich auch buchen als Vortragsredner oder Trainer, wenn es darum geht, junge Menschen zu finden, begeistern und binden, sei es auf der Bühne als Keynote-Speaker oder im Workshop, um Führungskräfte fit zu machen, um die junge Generation zu führen oder sogar als Zukunftsgestalter junge Menschen dazu zu bringen, gemeinsam mit ihnen ihre Herausforderungen zu lösen.